Und damit, ja. Darf ich jetzt? Und damit herzlich willkommen am, ja, 36. Spieltag. Noch drei Spiele, bis, ja, der Meister vorbei ist. Wir müssen heute gewinnen, das wissen wir. Und erster Freistoß von Oakland Aydin. Haben wir schon besser gestellt, was? Ah ja. Einem Lebenführer Teichak. Ja, das Spiel 1 nach dem Finale gegen Freiburg. Das Tag 1 nach dem Sieg. Wir müssten gewinnen, das ist klar heute. Ein anderes zählt heute einfach nicht. So wie es klingen mag, aber ein anderes zählt einfach nicht. Wenn wir noch ein wirklich mitreden wollen im Aufstiegskampf. Nachher meine Kopflage. Und mir steht aber dann keine Chance und Schuss von 1-0. Oh, Möwald. Tor für den FC und Weiß Erfurt. Damit springen wir wieder auf Platz 4. Und dann auf Relegationsplatz für uns. Da Dortmund nicht aufsteigen darf. Oh. Wir müssen. Was? Verletzung Marx? Ach Mensch, jetzt schon. Ach. Aber gut. Das kriegt man halbwegs kompensiert. Lässt du mich rein? Hallo? Marx wird rausgenommen. Öffne Taktik. Haben wir hier im Vergleich irgendwas gemacht gehabt? Nein. War er nicht dabei. Gut. Tyrala. Und so geht's weiter. Weiter. Was zieht sich der Glänz hier gleich mit zwei Entscheidungen weder? Noch möglich auf der Seite standen im Abseits beide Male. Ist es mal wieder oben? So soll Möckel im Abseits sein. Das ist ein Verteidiger. Was macht denn der da vorne? Wieder Angriffssituation für den FC Rot-Weiß Erfurt. Ecke von Bukwa. Ja, Trezeguet will den Ball im Pfosten verlängern, aber Moment, er den Ball von der Ecke von Bukwa per Flugball, Flugkopfball klären und damit Riesenchance nochmal hier in Erfurt. Wer ist es jetzt? Riesenchance im FC Rot-Weiß Erfurt. Die sind mit 5 gegen 3 in der Überzahl. Möwald mit einer Riesenchance gegen Ratajczak. Schießt, aber Ratajczak ist unten von dem Ball. Schade. Schade, vom jungen Zehner nicht konsequent zu Ende genutzt. Michael Ratajczak, Ex-Rot-Weißer, erkennt Möwald natürlich noch. Aus Zeiten aus Erfurt. Auch wenn da Kevin noch nicht so stark war wie heute. Jetzt nochmal Chance für und Weiß. Schöner Pass von Möwald, aber die Duisburg-Verteidigung hat aufgepasst. Mit Ehrenball als Angreifer. Ja, was? Ohne Gebuch? Wird ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Wechselt seine Schuhe. Jetzt Chance für den MSV. Bohl mit einem Blick auf Janicic frei, dessen linken Pfosten. Oh. Trezeguet hat Notensprung. Ich werde mal sehen, was los ist. Möckel schaltet sich ein Angriffsspiel ein. Doppelpass mit David Trezeguet. Verteidiger sieht das trotzdem wieder ab. Aber Ratajczak ist auf dem Posten. Bester Mann hier beim MSV in Zebras. Michael Ratajczak, wirklich Verletzung. Jetzt in Erfurt weh trifft diesmal. Möwald. Nein, nicht Möwald. Bitte nicht. Er beugt zu viel zur kritischen Stelle. Ausgerechnet Möwald. Dann spielen wir mit einer Doppel. Werden wieder so spielen. Taktik. Laufwege. David Trezeguet. Rollstedt. Fjell passt jetzt hinten. Bleibt mal ein bisschen hinten.
würde ich sagen. Das ist gar nicht so verkehrt. So. Doppeltes Verletzungspech heute für uns. Und das zu Ende. Ja, zwei starke Leute verlassen uns. Und trotzdem sind wir noch rein schlagtechnisch besser dran als hier Duisburg. Außenpfosten. Ah, schade. Das 2-0 wäre natürlich jetzt wahnsinnig wichtig. Wieder Nachspielzeit. Ja, ich würde jetzt mit dem Sieg hier dranbleiben. Aber wir müssen den Sieg auch wirklich heimfahren. Das ist jetzt verdammt wichtig. Komm. Halbzeitpause. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Das ist wichtig, das ist richtig. Wir gehen rein. Möckel, schönes Ding. RSG, weiter so. Tyrala, weiter so. Bräuche, das Neue in der Mannschaft will ich mal motivieren, genau wie ihn hier. Und wir gehen hiermit weiter. Der Rest wird uns mal aufgewärmt. Wird mal geschickt hier. Zwecks aufwärmen. Gelbe Karte für einen Innenverteidiger. Christopher. Schorsch. Nach einem taktischen Foul gegen Otis Breustedt. Nochmal Riesenchance hier. Für Erfurt. 5 gegen 4. Bukwa. Zyrella hat nur noch Rateitschak vor sich. Macht das besser. Wer fast auf Breustedt nur einschieben muss. Genau, und doch wieder 2 zu 0. Wahnsinn. Oh, Leute. Schön. Erstes Tor hier für Otis. FC Rot-Weiß. Oh, herrlich. Gelbe Karte für den nächsten Verteidiger von Duisburg. Spence. Nach Handspiel. Wir sind jetzt knallrot. Rot am Rot ist. Nochmal. Schorsch hat schon gelb gehabt. Also gelb-rot. Duisburg nur noch zu 10. Wahnsinn, Leute. Ich nehme jetzt aber unseren Verteidiger nochmal raus. Halt, Taktik. Vergleich. Möckel macht eine super Partie, also. Hä? Warte mal. Irgendwas stimmt ja nicht. Der ist ihn. Ach so, machen wir das jetzt, okay? Machen wir das so. Das so. Und Fjell. Kümmert sich noch um Dumm. Und wieder Angriff. FC Plus Erfurt muss man leider nur. Ja, abziehen, kein Problem für Rateitschak. Wahnsinn, Spielze. Wir spielen auch jetzt nur mit 3 Innenverteidigern. Tyrala geht. Was verfehlt es hier am Ende aber deutlich? Okay. Auswechslung jetzt schnell hart für Klotz. Wir werden nicht nachsichtig werden. Wir werden weiterhin hier aufpassen und schnell hart in die Mannigung nehmen. Da muss ich T-Shirts drum kümmern. Ja, dann müssen wir auf nächstes Jahr auf jeden Fall noch einen holen. Einen Außenverteidiger, da sehe ich ein bisschen kritisch bei uns. Oder macht das mit uns am besten von allen. Scheidenhauer, das wechselt jetzt an. Komme ich hier gar nicht hinterher hier. Leute. Möckel. So. Jetzt nochmal Ecke, Bukwa. Parteitag kommt raus und hält den Ball sicher fest. Wir haben jetzt bis nachgelassen, aber wir führen aber auch 2-0. Jetzt nochmal eine
Chance hier für uns, eine gute Chance, eine Riesenchance für den FC Reserve von Fiel in den Offensivplatz auf Aydin. Auf den Pass, so rum. Der Junge stürmt in den Tür, Alla bedient und muss jetzt als Geibel zum 3:0 zu beenden. FC Rot-Weiß. Warum nicht immer so? Rückpass in Erfurt. Was ist jetzt los? Gefährlichen Pass auf Ratajczak. Der Junge springt der Tür, wird von geblockt und 4:0. Schönes Ding. 4:0. Dresige passt auf. Und ja, macht das 4:0 hier. Viel zu viel. Scheiße. Und so will ich das weitersehen. Und genau so will ich das weitersehen, Leute. Jetzt ist es eindeutig. Jetzt ist es hier ein Torfestival für den FC Rot-Weiß Erfurt. Im Erfurter Steigerwartung. Es hat begonnen zu regnen. 10 Minuten vor Schluss. Das sollte nicht mehr viel ausmachen, auch wenn wir schon ja fast auf dem Zahnfleisch gehen, muss man sagen. Aber er hat eine super Fitness, und daher mache ich mir da keine Sorgen. Nochmal Ecke Bukwa. 90 Minuten, Reitalschak kommt raus, hängt beide Ball ab, Ecke ab. Schluss, wir gewinnen 4:0. Hochverdient hier gegen den MSV Duisburg. Wir gehen rein. Beste Mann, Möwald, bis es blitzert halt. Und dann Seite Bukwa. Die Ergebnisse, wir gehen es durch. Cottbus gegen Dortmunds Zweite. 2:2. Mainz 2 gegen Osnabrück. 1:2. Regensburg gegen Chemnitz. 0:1. Wiesbaden besiegt Bielefeld. 1:0. Erfurt 10 gegen Duisburg. 4:0. Preußen Münster gegen Stuttgart gegen 1:1. Dresden gegen Unterhaching. 0:0. Stuttgart 2 gegen Rostock. Auch nur 2:2. Das heißt, sie haben uns ein bisschen mit hier reingespielt. Sonnenhof Asbach gewinnt mal wieder gegen Halle diesmal 2:1 und Holstein Kiel gegen Köln mit 2:0. Wir gehen auch mal in die zweite Liga, Leute. Wir gucken uns hier mal durch. Wer wird nicht absteigen? Aue, Darmstadt, Unterhausen. Ach, ist schon durch. Das ist durch. Unterhausen, also Gegner in der Relegation, wird Sandhausen werden. Aufgestiegen ist 1860 und lauteren Glückwunsch an dieser Seite. Und Nürnberg geht in die Relegation. Und in der ersten Liga Bayern Meister, gefolgt von Dortmund, Wolfsburg, Schalke. Würde ich sogar live unterschreiben, dieser Dings hier vorne, zumindest. Hinten Bremen abgestiegen in die zweite Liga, Paderborn abgestiegen und Freiburg geht in die Relegation. Gehen wir auch noch in die Regionalligen. Wenn wir schon mal hier dabei sind. Regionalliga Nord. Wolfsburgs Zweite ist hier sicher. Geht in die Relegation um Aufstiegsplatz. Lübeck, Lüneburg und FT Braunschweig steigen ab. Nordost, Babelsberg geht in die Relegation zum Aufstieg. Aber auch nur knapp. Okay. Mensch, Berlin und Bodisa, keine Ahnung, sagt mir nichts. Kenne ich nicht, tut mir leid. Sind abgestiegen. Halberstadt kann sich nochmal retten. West Victoria Köln. Hier knapp vor Schalke ist Zweiter. Okay. Rödinghausen, Bochum Zweiter und Hennef 05. So wie es jetzt aussieht. Südost, das heißt, Saarbrücken steigt auf und Elversberg, zuerst in Saarland, die Absteiger. Ja, man ist ja so ein bisschen sich geteilt. Trier, Nöttingen und Waldorf steigen ab. Und Regionalliga Bayern, wo wir als nächstes spielen werden. Bayerns Zweite dann Illertissen. In die Relegationsabstieg geht Schweinfurt und Fürth und Garich. Ja, geht runter. Dieser Verein ist bereits aufgestiegen. Dynamo Dresden hat es damit geschafft. Glückwunsch an Dynamo. Wir wollen da oben auch noch mitmischen, das wissen wir ja. Das wissen wir ja. Und die Chancen stehen gar nicht so verkehrt. Wie lange fällt ihr aus? 10 Tage? Ich 11 Tage. Das heißt, gegen Stuttgart fällt noch fehlen. Scouting abgeschlossen. Er hier.
Er spielt aber lieber, was hat er denn links? Aber ist halt beidseitig, linksseits und Teamplayer. Und ist sau schnell. Können wir denn ein Angebot machen? Würde er denn opt? Nee, da müssen wir uns trotzdem auch nochmal warm halten, weil wir aufgestiegen, wenn wir aufsteigen sollten, dann wird es natürlich lustig. Ott noch verletzt. Wie lange ist Ott noch verletzt? Ein Tag, okay. Das ist. Ach, der ist auch nur zur Leihe. Ach so, war das, okay. Na, vielleicht kriegt man ja gekauft. Und Torben Marx, das können wir ja gleich machen. Hier für Tyrala. Da geben wir auch schon mal die Taktik rein. Laufweg. Rest machen wir nachher erst. Der Rest machen wir nachher erst. Dafür geht Mafiel nicht so weit vor. Und weiter, ein Tag weiter. Leute, 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 Leute. Was eine Schlussphase der Saison. Heidewitzka. Heidewitzka, sage ich euch. Yes. Das muss besser werden. Wir sind. Schönes Lied, gefällt mir, hat was. Wir sind auch, ja, einer der besten Spiele und Dynamo gegen Dortmund und Rostock gegen Cottbus. Ach du Großmann. Aber Stevanovic fehlt. Das heißt, viele Top-Spiele hier. Gott wird Möwald vertreten, ich hoffe doch würdig. Ach, Leute. Ihr macht mich fix und fertig. Möckel hat eine super Form, den muss ich einfach spielen lassen. Klevin, Hermes. Das passt eigentlich. Aydin, oh, das macht ein super Ding, eine super Rolle. Spielergespräch, das ist sensationell. Da freut er sich, das höre ich gerne. Und damit ist er auch im dunkelgrünen Bereich. In Topform sehen. Ja gut, schade. Bob Marx, da haben wir noch einen, den wir rausnehmen können. Da will ich ehrlich gesagt aus der zweiten. Was soll denn das? Er ist nicht verkehrt, ich weiß. Tipp. Und Tipp. Was ist das hier? So rum. Hier will ich eigentlich ein bisschen einen hochholen. Also nicht, was ihr so denkt hier, ja. Ihr Ferkel. Hey, wo ist unser Stürmer? Hier ist er. Frage ist nur, wen holen wir Halim? Ich würde sagen, wir holen mal Halimi nach oben für ein Spiel. Oder. Warte mal, wir gucken mal kurz rein. Was könnte man denn brauchen? Zentral eigentlich irgendwas. Weil zentral hätten wir notfalls noch Baumgarten.
Propheten uns unbedingt was. Wir können mal einen Innenverteidiger. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Innenverteidiger mit. Und zwar. Uch. Ja, machen wir gleich. Sofort. Geh weg. Und zwar entweder Kemdel oder. Wir nehmen Baggio. Aktion. In die erste für das nächste Spiel. Und zwar für ihn hier, für Torben. Sprechen wir auch gleich mal mit ihm. Er ist gut trainiert. Freut er sich, ist auch viel wert. So. Taktik können wir jetzt fertig machen. Öffne Taktik. Wir gehen rein und Homestamping, haben wir gesagt. Lautenegger. Milchraum. Na komm. Möckel nimmt sich ihn hier vor. Und Fjell kümmert sich um die 10. Ich würde sagen, wir gehen. Ja, wir können wieder alles nehmen. Die Verteidigung ist nicht ganz so stark. Wir gehen auch mal in die Aufgaben. Kapitän, lass mal. Das hier Elfmeter. Elfmeter. So, Freistoß. Von links und von rechts. Wobei ich hier möchte, dass Aydin die macht, ganz ehrlich gesagt. Da soll das ruhig ein bisschen trainieren. Freistoße mit Chance. Nach Fähigkeiten. Auch hier möchte ich all den vorne sehen mit. Weil er einfach sehr stark ist. Und auch sehr jung ist. Deswegen möchte ich ihn trainieren lassen. Ecken, da können wir wirklich sagen, nach Fähigkeiten. Das lassen wir so. Okay. Hier in die Nachrichten rein. Scouting abgeschlossen, das haben wir ja schon gesagt. Er ist weiterhin auf unserer Beobachtungsliste. Scout kehrt zurück. Scouting abgeschlossen. Was hat Trainingsziel erreicht? Wir haben immer noch Cyborgs-Trainingsziele. Okay, Torriecher hast du geschafft. Schön. Dann machen wir was anderes. Ott. Wieder fit, das haben wir gesehen, schön. So, zweiter. Wir gehen wieder hier aussortieren, das kennen wir ja. Nach Hause schicken. Yep. Ja, könnt ihr mal den Tipp für die nächste Partie gegen Stuttgart in die Kommentare schreiben? Würde mich sehr freuen, würde mich auch freuen über einen Daumen, gerade jetzt nach diesem grandiosen 4:0-Sieg gegen den MSV Duisburg. Der sehr wichtig war, der uns im Spiel gehalten hat, ein bisschen. Und jetzt natürlich die wichtigen Spiele für uns. Diese, ja, die entscheidenden zwei letzten Spiele. Und wisst ihr was? Ich werde die auch beide heute noch machen. Das heißt, ich werde die Saison letzten Spiele machen. Ihr könnt ja auch mal unter anderem mal ein paar Vorschläge machen. Sechs Transfer, wenn ihr einen guten Transfer kennen würdet. Ihr kennt ja ein bisschen unsere Schwachstellen, ich sag mal Außenverteidigung, ich sag ein Backup für für ein LA, für Buchwa brauchen wir noch. Da kam ja Gokia ins Spiel, den wird man auf jeden Fall noch im Auge behalten. Das auch. So, du willst einen neuen Mentor haben, hast du gesagt. Haben wir denn was Gescheites für dich? Ne. Hast du Pech gehabt? Sehr gute Schulnoten, gefällt mir. Aus dem kann richtig was werden. Eine Frohnatur ist halt, ja, braucht Aufmerksamkeit, Einzelspieler. Vielleicht auch eine gewisse Härte braucht mit. Aber mit 15 schon 48 kann eine richtig geile Karriere werden. Es kann eine richtig geile Karriere werden hier für ihn. Aufstellung. So.
Gehen hier auch mal weiter. Ja, hier sieht es ein bisschen anders aus. Nach Hause schicken. Yep. Gehen. Hier ist nicht ganz so viel, da kann man auch so lassen. Da brauche ich nicht sortieren. Na komm her, Maus ist ein bisschen empfindlich hier. So. Nicht du, sondern du hier. Nach Hause schicken mit 1938. Da sehe ich auch hier keine Option. Wir werden nicht alles mitnehmen. Dafür haben wir eine gute zweite Mannschaft. Wird auch ein bisschen was nachrücken. Komm her, Kräpe. So, noch zwei. Ich meine, was die hier haben, der 18 haben wir. Er wird ein 15-Jähriger und 48. Also da muss man irgendwo realistisch sein. Das bringt uns nichts, diese Leute zu behalten hier. Was hast du hier? Hast auch noch keinen. Ja, haben wir mittlerweile einen neuen Mentor für dich? Das ist die Frage. Nee. Na gut, dann nicht. Das hätte auch eine Option, ihn ja mit hochzunehmen. Stellen wir ihn doch einfach als LV auf und ihr zwei wechselt, dann ist doch alles gut. Und warum hast du nicht eingesetzt? Kommst du doch wenigstens jetzt ZM rein. So. Trainingslager? Können wir was machen, nee, gell? Ein Tag, das bringt nichts. Haben wir gesagt. Gut. Gehen nochmal die Teamdynamik. Juriut. Vertragt euch wieder. Gut. Kamlot. Ja, kann ich jetzt schlecht sagen. Ich kann es jetzt schlecht sagen, dass Schaku besser, das geht. Moment, was hast du für Ziele, hä? Möchte ein höherer Liga spielen oder möchte fair bezahlt werden? Das kriegt man hin. Grundgehalt. Ja, macht gerade Vorschott nicht mit. Tut mir leid. Wie lange läuft denn dein Vertrag noch? Bis 2015. Wie wird's denn aussehen, wenn man sagen, Vertrag verlängern? Ja, da kann ich auch nichts machen gerade für dich. Dann musst du abwarten. Muss körperlich stärker werden, sagt man hier mal. Ich habe die Gespräche mich ein bisschen vernachlässigt, zugegeben. Super letztes Spiel, Tyrala. Freut er sich auch, das höre ich gerne. Resi, kommt auch was sagen. Gut trainiert. Ich werde ihn auch von der Transferliste nehmen. Und ja, dann Dings draufsetzen. Ja. Machen wir mal so. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll noch. Hier kann man was sagen. Gut trainiert. Super. Nehme ich gerne mit. Und hier drin ist sensationell. Gefällt mir auch. Sehr gut. So, wir hätten das mal wechseln. Und zwar Trezeguet hat sich jetzt gefangen. Gefällt mir. Vertrag, Transferstatus ändern. Vielleicht bringt es auch da was. So, hat auch ein bisschen am Marktwert zugewonnen. Wir sagen mal 65.000 und 20.000. Und dafür wird Brandt uns verlassen müssen. Transferstatus ändern. 115 ist er wert. Gehen wir hier auf 150.000. Und ja, gucken mal, ob wir hier was finden. Aktion halt, Vertrag, Spiele anbieten. Suchen wir mal ein. Jawohl. Wir speichern ab und sehen uns dann in der nächsten Folge gegen die Stuttgarter Kickers, dann im Gazi-Stadion. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ja, bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.